Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Guild Wars 2. Das glaube ich jetzt nicht. Hör mal, habe ich dich nicht gerade eben erst vermobbt? Du Mob, du? Gibt's ja wohl nicht. Los, Udwein, gib Gummi. Pfiff, wie schnell spawnt der denn bitte schon wieder nach? So, ich bin schon mal wieder in die entlegene Silberwüste gegangen, denn man muss die Zeit nutzen, wenn die Script-Tunnel offen sind. Und die waren gerade offen, also bin ich ganz schnell hierher gerannt und dachte mir, lieber starte ich die Folge hier, als dass ich dann hinterher wieder vor verschlossenen Toren stehe, nur weil ich mich am Anfang irgendwie verquatscht habe. So, sichere Stellung interessiert uns jetzt gerade mal gar nicht. Wir wollen in die mysteriöse Höhle und die Höhle erkunden, in die Wynn zumindest mutmaßlich geflohen ist. So, jetzt habe ich aber nochmal, da oben ist ja noch was. Da bin ich ja noch gar nicht gewesen. Da gehen wir jetzt noch mal kurz hin und holen uns das Panorama. Jetzt mit der schönen neuen Grafik können wir uns ja noch mal richtig verwöhnen lassen hier. Hoppla. In der entlegenen Silberwüste, die übrigens immer so aussieht, habe ich das Gefühl, es gibt gar keine Nacht hier. Es gibt immer nur diese Morgendämmerung. Es wäre schon ein sehr großer Zufall, wenn ich immer genau den Moment erwischen würde, wo hier Morgendämmerung ist. Ja, das ist merkwürdig, ne? Manchmal, wenn dann so die Kamera einen Winzschwenk macht und dann trotzdem die Texturen plötzlich matschig werden, weil irgendwas anderes noch geladen wird. Dit ist nicht so pralle, aber okay, gut. Hach, in der entlegenen Silberwüste ist auch gerade noch was. Aha, da vorne ist noch ein Heldenpunkt, den habe ich natürlich auch noch nicht. Und zwei Monster. Die Modrem-Bedrohung ist hier. Und ich fürchte, wir sind hier ganz alleine. Wir werden hier ganz sicherlich niemanden finden, der mit uns zusammen diese Modrem-Bedrohung aus dem Weg räumt, oder? Ha? Was ist denn die Modrem-Bedrohung? Was denn hier? Der Dürre-Parasitenverschlinger? Das soll die Bedrohung sein? Oh, und auf dem Plateau gibt es gleichzeitig eine reichhaltige Mithrilader und einen antiken Schößling. Oh, das will ich. Das will ich. Und den machen wir einfach platt. Ja. Das ist doch kein Problem, ne? Für einen gestandenen Norn wie dich, mein lieber Udwein. Ja, bei dir auch mal. Muss ein bisschen aufpassen hier, aber ansonsten sollte das echt kein Problem sein. Im Moment da hinten. Oh, genau. Jetzt mache ich euch einfach. Mache ich euch alle. Solche Macht. Nur den kleinen hätten wir schon mal, den großen schaffen wir auch. Achso, das ist doch nicht der Boss. Das ist der Boss, der Veteran Modrem Terra greift. Ja, okay. Hast du mal ganz dezent übersehen? Nun gut. Oh Gott. Oh, guckt euch das Monster an. Wie er da diesen kleinen Dürreverschlinger angesprungen hat. Der hat ja keine Chance gehabt. Oh wei. So, wir holen uns erstmal das Muteholz. Brauche ich auch aktuell wieder für die Gildenhalle. So. Und das gute Mithril. Ich komme hier nicht rauf, Roger! Ah, da, doch, Tatsache. Geht ja doch. Mhm. So, denn wenn wir schon mal hier sind, wollen wir natürlich auch die ganzen Sehenswürdigkeiten und so hier mitnehmen. Denn ich glaube, nachdem wir hier mit dem Story-Abschnitt fertig sind, müssen wir vermutlich nie wieder hierher kommen. Naja. Und das war's, ne? Ja. Dann noch die heiligen Steine. Die Aufzeichnungen der Abtei beschreiben diese Steine als eine uralte heilige Stätte. Das kann aber keiner mehr ahnen, wenn er hier einfach nur so steht. Hör mal, da ist ja nicht mal irgendein Symbol dran oder eine Säule oder irgendwas anderes. Heilige Steine, da kann ja jeder kommen und sagen, das sind meine heiligen Steine. Ich habe auch zwei heilige Steine. Zwei Stück, ja, zwei. Ah so, schon klar. Okay, ich würde sagen, dann lassen wir die Modrem Terra greifen sein. Begeben uns mal hier runter, nehmen wir noch gleich den Zypressenschößling mit, ne? Freut sich der Udwein über den Zypressenschößling? Aber Moment, erstmal noch hier den kleinen Verschlinger. Ja, was der Modrem Terra greifen kann, das kann ich nämlich auch schon lange.
Ja, die sind auch so nervig und vor allen Dingen, die spawnen immer so schnell wieder nach. So, das hätten wir. Kaktus können wir auch noch mitnehmen. Wollte er sich gerade hier einbuddeln? Ach, wie witzig. Der Feind hat sich eingebuddelt, nachdem ich ihn ins Visier genommen habe. Und danach, als er wieder rausgekommen ist, hatte ich ihn zwar noch im Visier, aber es war irgendwie nicht der gleiche. Ich musste ihn nochmal neu ins Visier nehmen, um ihn dann auch ordentlich angreifen zu können. Den Kaktus hätten wir auch. Die Kaktusfeigen. Da vorne ist noch einer. Moment, den brauchen wir auch. Den brauchen wir auch. Und dann können wir endlich die mysteriöse Höhle betreten. So, sehr schön. Und da treffen wir auch unsere Gefährten. Mal gucken, was dabei herumkommt. Da sind sie ja schon alle. Anscheinend war vor kurzem jemand hier. Wollen wir den letzten Samen hier einpflanzen? Kaith war vor Jahren hier. Wir können gern diese Stelle nehmen. In der letzten Erinnerungsvision vom Boss lief Wynn hier hinein. Kaith und Fräulein waren direkt hinter ihr. Wenn dieser Ort eine Bedeutung hat, finden wir vielleicht etwas, das uns zu ihr führt. Gut, Boss. Möchtet ihr euch die Ehre geben? Wer denn wohl sonst? Aber ich bin doch der Träger der Erinnerungssaat, ja? Also wer denn wohl sonst? Ach so? Ha, du meinst das göttliche Feuer? Das hättest du auch tragen können, da laufe ich dir halt hinterher. Aber okay. Ich habe die Fackel sicher verwahrt, so wie ihr mich gebeten habt. Wisst ihr, wie dieses Ding benutzt wird? Man schwenkt sie halt rum, ne? So links und rechts, so knickknack. Und dann hofft man, dass irgendwas passiert, oder? Soll mir recht sein. Ha, glaubt ihr etwa, wir werden angegriffen? Das kann immer passieren. Ich habe Modrim gesehen, die sich nach Norden bewegt haben. Und näher, als mir lieb ist. Vielleicht folgen sie uns. Ha! Ich möchte nochmal mit dem Rest der Gruppe sprechen, okay? Haltet ihr so lang das Fäckelchen für mich? Da haben wir nämlich noch ein paar Dialoge. Was machen wir hier, Boss? Was ist mit der Fackel? Ach, das ist eine lange Geschichte. Aber Octen Steinheiler denkt, dass sie uns dabei helfen wird, hier hineinzukommen. Was ist drin? Das wissen wir nicht. Aber das Symbol auf dem Stein ist von den Vergessenen. Die Fackel brennt mit göttlichem Feuer, Kess. So wie jenes, mit dem die Götter die Aufgestiegenen durchdrungen haben. Octen denkt, dass es die Magie der Vergessenen stören und uns Zugang verschaffen wird. Ja, hoffen wir das mal, ne? Meine Instinkte sagen mir, dass sich der nächste Pflanzgrund dort drin befinden wird. Mhm, das war nur das Gespräch mit Rox. Die Magie, die von dieser Fackel ausgeht, fühlt sich so rein an. Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Sie ist auf eine Art und Weise rein, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Ja, das Ding kommt auch von einer ziemlich starken Quelle, ne? Wir passen auf uns auf. Seid nur vorsichtig. Dieses Ding sieht unbeständig aus. Ha, danke für euren Hinweis, ja. Ich werde schon vorsichtig sein. Na dann, Modri, gib mal her das Ding. Schießt los. Wir geben euch Deckung. Schießen, aber ich weiß nicht. Schwenkt das Ding mal hier. Und schwenkt das Ding mal da. Was ist das? Oh, oh, der Ton wird immer tiefer. Schneller, wir kriegen Besuch. Oh, 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 verdammt. Ui, sogar eine ganze Menge Besuch. Muss ich das nochmal machen? Ui, an jeder Seite der Wand nochmal. Schon klar. Hör mal, du Viech, gehst du mir bitte von Hacken? Okay, und das dritte Symbol noch? Ja, der Boss beschützt sich schon selber, kein Problem. Das kriegt der Boss schon hin. Schön. Mit dem Hammer, zopp, ist das Ding tot. Was ist denn jetzt los? Oh, oh, die fliehen.
Aber was ist denn jetzt? Wo sind die hin? Habt ihr nicht gerade davon gesprochen, dass ihr Ärger habt, oder was? Leute, nicht weglaufen! Seid ihr denn des Wahnsinns, fette Beute? Ihr solltet wissen, dass ich nicht immer nur lächle. Okay. Ja, aber Rox geht noch hinterher, oder was? Seltsam. Sobald ihr mit dem Ritual des göttlichen Feuers fertig gewesen seid, bekamen es die Motre mit der Angst zu tun und flohen. Fast als ob... Ha! Als ob jemand sie bannen würde, was? Möglicherweise. Los jetzt. Wir sollten uns wohl beeilen, falls sie zurückkommen. Ja, verstanden. Rox, könntet ihr vielleicht vorerst mal die Flamme tragen? Klar, Boss. Gebt sie mir. Ja, bitteschön. Ich schätze, einige Zauber dauern länger als andere. Danke, dass ihr uns die Höhle geöffnet habt. Okay. Und Rox geht vor. Na, das wird ja was. Ein winziges kleines Portal. Schauen wir nach, was da drin ist. Ja, ob der Utwein da reinpasst? Höhleneingang. Oh mein Gott. Die Armen. Oha, damit habe ich nicht gerechnet. Ich leuchte euch. Bleibt dicht bei mir. Damit hat keiner gerechnet. Wie sie mir auf dem Hosenboden hinterhergezogen wurden, ne? Schön. Ich werde jeden Winkel erkunden. Okay. Immer schön Rox hinterher. Ihr solltet wissen, dass ich nicht immer nur lächle. Oh, okay. Hier haben wir irgendwas. Viecher. Erfrischend. Okay, und Vans Rüstung ist gar nicht mal ganz. Also, sie ist ein bisschen kaputt, großartig. Möchte ich damit sagen. Inzwischen weiß das halbe Höhlensystem, dass wir da sind. Tja, wenn die uns aber auch angreifen. Ich wäre ja gerne leise geblieben, aber es ging nicht. Och, manchmal, ne, würde ich denen einfach gerne mal so ein bisschen Bohnen oder so geben, ja, damit die schneller rennen können. Was sind das für Dinger? Was immer das sein mag, tötet es! Diese komischen verfluchten Echos. Die haben Marjorie und ich schon kennengelernt. Okay. Sind zwei, sind wir über. Hui. Erfrischend. Ach, Rox hat immer noch Ärger hier. Ich glaube, wir sind gerade in der falschen Richtung, ne? Diese Dinger stammen von den Vergessenen. Ganz genau. Die haben wir ja schon besiegt. Einige davon. Okay, es steht da in der Dunkelheit, aber das sieht man an ihrem, an dem Puschelstab, den sie hat. Ich weiß gar nicht, hat sie den immer noch? Jetzt aktuell hier in dem Bereich der Geschichte trägt sie ja noch diesen Stab. Was ich wirklich ganz unangenehm finde, ist, dass man in dieser Höhle die ganze Zeit das Geräusch von sich bewegenden Steinplatten hört. Ah, da kommen die Nächsten. Und die scheinen es ziemlich eilig zu haben. Heroische Echos nennen die sich jetzt. Aha. Friss das. Friss das. So, Nummer 1 hätten wir. Das virtuose Echo ist noch übrig. Was macht denn das virtuose Echo? Es peinigt und es heilt Verbündete. Ach, dann hätten wir das vielleicht lieber als erstes nehmen sollen. Auf der anderen Seite. Was? Wo? Auf der anderen Seite? Ich sehe gar nichts. Siehst du Dinge, die ich nicht sehe? Grässliche Geschichte. Oh, mein Wolf.
Oh, wie schön. Erkundet die Höhle. Tatsächlich ist es eine Höhle. Es ist komplett geschlossen. Aber es wachsen hier Pflanzen und es scheint so gülden. Schon ein kleiner Ausblick auf das, was uns in Zukunft bevorsteht. Wo sind wir hier? Wartet, Boss. Hattet ihr nicht gesagt, da war ein goldener Ort in eurer Vision? Fühlt es sich an, als wäre dies der Ort, um den letzten Samen einzupflanzen? Was sagt euer Gespür? Tja, leider. Irgendwo müssen wir das Ding gleich hinpflanzen. Oh Mann, ich guck mal. Ja, es fühlt sich ganz gut an hier. Es fühlt sich ganz gut an hier. Na? Ja, vielleicht doch nicht hier hinten. Oder doch hier hinten. Oh mein Gott, man sieht es auch. Da ist die Erinnerungsstelle und da sehen wir ein Zeichen von Zivilisation. Ein Schlafsack, der hierher abgelegt wurde. Und ein zusammengerolltes Bündel. Im Schlafsack können wir auch interagieren, oder? Ist das nur die Erinnerungsstelle? Nee, da müssen wir den Samen pflanzen. Wir interagieren erstmal hiermit. Nichts scheint hier mehr fehl am Platz zu sein als ein Schlafsack. Der ist wirklich nicht antik. Jemand war hier. Und erst vor kurzem. Es gibt aber keine Hinweise darauf, wer oder was. Tja, würde mich nicht wundern, wenn Case hier gewesen ist. Also, hier muss das Ding hin. Ich würde mich aber gern trotzdem nochmal hier umgucken. Mensch, das sieht doch schön aus, sieht das hier doch, oder? Ach, himmlisch. Und all dieser Staub, der aufsteigt von dem Sand, ne? Der sieht überhaupt nicht ekelhaft aus. Oh, was ist das? Was ist das? Eine Krone? Ist das etwa eine Krone? Hä? Das habe ich ja noch nie hier gesehen. Was sind das für Dinger? Ich würde mal behaupten, die gehören hier drauf. Und dann? Hier, guck mal. 1, 2, 3. Und irgendwo wird wahrscheinlich noch ein viertes sein. Und ein Humpen. Ach, wie schön. Das ist mir ja noch nie aufgefallen, dass das hier rumliegt. Ach, ist schon schön. Und damals haben wir alle noch nicht so recht gewusst, was uns erwarten wird hier. Da haben wir ein magisches Artefakt. Nichts hier weist darauf hin, wer die Höhle in goldene Farbe getaucht hat. Aber die nachklingende Magie ist hier und da noch spürbar. Sogar die Luft ist erfüllt von Versprechen. Dem Versprechen auf Entdeckung. Oh. Ja, weiter kann man leider nicht mehr rauf. Aber man sieht schon, auch hier hinter ist noch Sand. Er quillt hier zum Tor hinein. Okay. Schau dich mal schön um, Udwein. Vielleicht findest du ja noch ein paar schöne Sachen. Du, aber schneller rennen können wir dabei natürlich schon. Ringe da vorne. Das sind die gleichen Ringe, wie wir auch vorne eingesehen haben. Was haben die wohl zu bedeuten? Diese mysteriösen Objekte müssen einen Zweck erfüllt haben, aber nun ist es unmöglich, diesen herauszufinden. Wie der goldene Stein sind sie mit den Jahren verblasst. Aber die Magie leuchtet noch schwach. Was war das damals so cool, als man das hier alles zum ersten Mal gesehen hatte? Und jetzt wird es uns bald wieder so gehen. Am Freitag kommt Path of Fire raus, am 22. September. Das wird so toll werden. Wir haben zwar... Ach, das sind Stühle! Oh mein Gott, das sind gar keine... Das sind überhaupt gar keine Throne und die gehören wahrscheinlich auch nicht da drauf. Es sind Stühle. Es sind Sitzkissen hier. Ach, das habe ich ja gerade vollkommen falsch interpretiert. Haben wir denn noch irgendwas hier, was wir uns angucken können? Ich glaube, da oben war nichts mehr. Wenn, dann könnte noch hier auf der anderen Seite irgendwas sein. No? Ne. Doch, Hocker und Krüge. Richtig, das sind Hocker. Und da vorne ist noch ein Busch. Da, Hocker und Krüge. Inmitten eines solch magischen und mysteriösen Ortes erscheint es merkwürdig, so etwas Gewöhnliches wie einen Hocker und einen Bierkrug zu finden. Tja, wer auch immer hier mal gelebt hat, er wusste auf jeden Fall eine Auszeit und ein kleines Tröpfchen. Ja, ne, zu schätzen.
Was haben wir denn hier? Einen Brennborstenbusch. Seine feuerrote Farbe warnt Tiere und Abenteurer, die dieser Bärenborstenpflanze vielleicht zu nahe kommen. Ein Stich von ihr ist dafür bekannt, die schlimmsten Schmerzen zu verursachen. Dann meiden wir das Ding lieber, ne? Genau. Und pflanzen jetzt die Erinnerungssaat hier an die Erinnerungsstelle. Ihr bleibt hier, bis ihr mir die Wahrheit sagt. Warum? Warum tut ihr das? Weil ich es wissen muss. Wir müssen es wissen. Sagt mir, worüber ihr damals mit Mutter gesprochen habt. Fräulein, das ist doch unnötig. Bitte, Fräulein, hört auf damit. Bitte. Ich habe Mutter versprochen, es keinem zu sagen. Bitte, lasst uns zu ihr gehen. Ihr sollt wünschen, ihr hättet den Traum nie verlassen, Verräterin. Ermutigt Vin dazu zu erzählen, was sie weiß. Ja, ich fürchte, dass ansonsten Fräulein genauso brutal vorgehen wird wie gegen die Zentauren. Ach, und wie sie da steht und zittert. Sie hat so eine Angst. Und was macht Fräulein? Boah, könnte ich so reinschlagen, ne? Grrr. Case, ich habe Mutter geschworen. Vin, erzählt ihr einfach, was sie wissen will. Und wir können heimgehen. Sie hintergeht uns alle, Case. Das ist so klar wie die Tränen auf ihrem Gesicht. Fräulein, vielleicht geht das zu weit. Nein, es ist nicht einmal annähernd weit genug gegangen. Vielleicht macht Schmerz sie ja gesprächig. Ich habe einen Brennborstenbusch am Eingang gesehen. Passt auf sie aus, auf Case. Ich bin bald zurück. Vin, bitte, ich bin müde. Ich will doch nur zurück in den Hain. Sagt es ihr. Die Zentauren hätten nicht sterben müssen. Ihr müsst einsehen, dass sie diesmal zu weit geht und sie zieht euch mit hinein. Ich brauche Zeit, um darüber nachzudenken. Oh je, oh je, oh je. Und jetzt? Und jetzt? Ich kann ihr nicht sagen, was sie fordert, Kate. Ihr habt gesehen, wozu Fräulein fähig ist. Sie hat die Zentauren umgebracht. Die haben angegriffen. Sie musste sich verteidigen. Sie schlug zuerst zu. Er war unbewaffnet. Nein, ich glaube nicht, dass sie... Sie wird mich foltern, bis ich mein Geheimnis preisgebe. Das wird unser aller Ende. Das Ende der Silvari? Wie meint ihr das? Wir kommen vom Dschungeldrachen. Wir gehören ihm. Wir sollten ihm dienen. Ihr lügt. Ich sah es im Traum. Und wenn Fräulein es wüsste, würde sie es erzählen. Sie würde es gegen Mutter einsetzen. Sobald es sich herumspricht, hielte man uns für Monster. Ihr kennt sie. Sie giert nach Macht. Denkt nach. Sie wird mich kleinkriegen. Es sei denn, ihr tötet mich vorher. Fräulein darf es nie erfahren. Bitte. Tötet mich. Jetzt. Sie kommt. Ich nehme euren Schmerz auf mich, Schwester. Macht schnell. Nein, nichts von Bedeutung. Oh hey, Mann. Boss. Wieder da? Case ist hier. Case! Verdammt! Oh Mann, wie soll ich ihr nur begegnen?